Mit einem furiosen Finale ging am Dienstagmorgen ein langes Kapitel der Ohinger Industriekultur ein für allemal zu Ende. Auch das letzte Überbleibsel der ehemaligen Ohinger Spinnweberei, ein fast 30 Meter hoher Schornstein, konnte dem Biss des Baggers nicht widerstehen. Seit 125 Jahren stand er hier, bis der Betrieb der SWU eingestellt wurde. Jetzt ist auch er nur noch Geschichte. Um 8.15 Uhr war es soweit. Und es sollte Schlag auf Schlag gehen. Schon 15 Minuten später war von dem einst so mächtig in den Himmel ragenden Gebilde nur noch ein großer Schutthaufen übrig. Als Architekt errichtet Gerrit Marius Klaus normalerweise Gebäude. Hier war er mit der Aufsicht über die Abbrucharbeiten beauftragt. Alles läuft glatt. Ein Abriss wie aus dem Bilderbuch. Hervorragend, erfreulicherweise. Keine Umstände, also keine negativen Umstände. Es war wie gedacht eigentlich so, dass man abgeknabbert hat und das so Stück für Stück dann fallen konnte. Gab auch keine großen Staubfahnen, gab keine großen Beschädigungen. Also insofern war es jetzt wirklich erfreulich. Denn dass alles so reibungslos klappt, ist keine Selbstverständlichkeit. Vieles musste, wie auch schon bei den vorangegangenen Abbrucharbeiten auf dem Gelände, beachtet werden. Das ist natürlich ungewöhnlich, einen Kamin mit der Höhe abzubrechen. Der Kamin war ca. 30 Meter in der Höhe mal angesetzt, vom Baugesuch damals. Jetzt haben wir gemessen, 26 Meter hat er als Absturzhöhe. Insofern war es natürlich die Schwierigkeit, wie kann er fallen, ohne andere Sachen zu gefährden. Es gab natürlich schon Überlegungen am Anfang, ob man fällen soll, dass er quasi der Länge nach fällt oder ob man das dann anders lösen soll. Aber es war schon so gut, dass man es so auf die Art gemacht hat. Auch wegen der Bahnstrecke nebendran, auch wegen Nachbarschaft hier. Also von Staubentwicklung war es wirklich dann sehr erfreulich. Die Schließung der Spinnweberei im April nach über 100-jähriger Produktionsgeschichte war für viele ein herber Schlag. Im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat den Abriss beschlossen, nachdem die Stadt zuvor das 1,2 Hektar große Areal im Herzen Ohingens für 2,3 Millionen Euro gekauft hatte. Ein neues Nutzungskonzept soll nun schrittweise erarbeitet werden. Denkbar wäre etwa der soziale Wohnungsbau, Parkplätze, Sportstätten oder Geschäfte. Und auch die Bürger sollen über die Zukunft des geschichtsträchtigen Ortes mitentscheiden. Das Alte weicht dem Neuen. Und damit wird gleichzeitig auch ein neues Geschichtskapitel in Ohingen aufgeschlagen.